Markus Nelli, wir haben uns heute sicher alle 3 Punkte erhofft. Am Schluss ist es eine, ist es schlussendlich ein gerechtes und entschieden? Ja, es ist natürlich schade, wenn man wieder zweimal Rückstand gehört an daheim und zweimal zurückkommen, das ist sicher positiv. Aber am Schluss, wenn nur ein Punkt gewünscht an daheim, musst du fast sagen, es ist zu wenig. Wir sind vor allem in der zweiten Halbzeit optisch klar überlegen gewesen. Wieso haben wir das nicht können nutzen, für zum können gewinnen? Ja, am Anfang haben wir ein bisschen Mühe, für das Spiel hineinzukommen. Wir haben ein bisschen zu viel Räume gegeben, sich jetzt einfach Chancen kreieren können. So gehen wir natürlich blöde Rückstand, das war glaube ich noch ein abgefälschter Ball gewesen. Und dann ja, ist es immer wie besser gegangen, haben wir schnell den Ausgleich können machen, das hat natürlich sehr geholfen. Und dann haben wir wirklich das Gefühl auf dem Platz so gehabt, dass es immer besser gegangen ist, die zweite Halbzeit klar dominiert. Und dann wieder so eine, ja, eigentlich ein blödes Goal, wo wir rüberkommen, nochmal können reagieren und am Schluss hat noch manchmal das kleine oder das Quäntchen Glück gefällt, dass wir gewinnen können. Dir persönlich darf man trotzdem gratulieren zu 2 Goals, dein erster Doppelpack für den FC Aarau. Wie fühlt es sich an? Ja, ist natürlich sehr schön. Mit 2 Goals schießen in einem Match ist immer schön für einen Stürmer, umso mehr. Für das stehen wir auf dem Platz, das ist unser Job und heute hat es super geklappt. Nach einer relativ ruhigen ersten Halbzeit ist in der zweiten Halbzeit ziemlich viel los gewesen, mit vielen Emotionen, vielen Fouls, vielen umstrittenen Entscheidungen. Ist so eine aufgeheizte Stimmung als Spieler etwas Gutes, Positives oder ist das eher hindernd? Ja, wenn es so für uns läuft, wenn wir den Match so im Griff haben wie wir, dann hilft es und so muss es sein. Ich glaube, es ist langweilig zum Zuschauen und es ist auch wirklich, es ist etwas los auf dem Platz. Es geht ab, es geht hin und her und ich glaube, das macht es attraktiv, dass man so spielen kann. Hat eben noch das kleine Zeittöpfchen noch gefällt mit dem dritten Goal. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Patrick Rahmen, ein 2-2 hier daheim gewinnt, schlussendlich ein guter Punkt. Ja, nicht unbedingt. Ich wollte unbedingt gewinnen, oder wir haben unbedingt gewinnen. Und wenn du den Spielverlauf anschaust, vielleicht ein guter Punkt. Aber ich glaube, wir sind schon die aktivere Mannschaft, sie haben es mehr gesucht. Aber es hätte nicht sein wollen. Im Moment will es nicht so anhängen. Aber ich bin sicher sehr zufrieden, wie die Mannschaft gefightet hat, wie sie Gas gegeben hat, bis zum Schluss alles versucht hat. Und ich glaube, jetzt haben wir doch einige Matches ohne Niederlage hinter uns. Und es ist klar, die letzten 2 Matches müssen wir noch siegen. Das erste Mal dann schon raus. Dann ist das heute auch wieder ein guter Punkt. Aber unterm Strich muss ich sagen, ja, haben wir wollen gewinnen. Du sprichst es an, wir haben das letzte 3 Mal unentschieden gespielt. Wie beurteilst du das? Ja, das Spiel müssen wir einzeln anschauen, aber es ist sicher so, gegen GC sind wir auch eher die bessere Mannschaft gewesen und es hat nicht wollen anhängen. Heute sind wir nicht so gut in Gang gekommen, obwohl wir auch wieder anfangen wollten in Zürich, was sehr gut war. Aber nachher mit dem Vorteil vom Spiel, nach dem 1-1, was wir gemacht haben, sind wir dann gut drin gewesen, haben auch gut gespielt. Aber eben, es hat nicht für den Sieg gelangt. Es folgen jetzt noch 2 Spiele vor der Winterpause. Wie können wir die noch siegreich gestalten? Ja, jetzt auf an diesen Sachen weiter aufbauen. Wir spüren es, wir sind auf dem rechten Weg. Aber im Moment wäre es einfach gut, einen Dreier jetzt einzufahren, weil egal, ob jetzt gut gespielt oder nicht gut gespielt, jetzt müssen wieder mal einen Dreier ran. Nochmal, wir sind auf dem rechten Weg. Und die Kabinen unten sind alle tot, sind tot müde, meine ich. Das ist ein gutes Zeichen, hat jeder alles gegeben. Wir haben schwere Terrain. Auch jetzt zweimal zurückkommen nach einem Rückstand, das spricht schon für die Mannschaft. Und da wollen wir jetzt unbedingt dranbleiben und die 2 letzten Matches siegreich gestalten. Danke vielmals.